Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück. Mir fiel vorhin mal so auf, beim Raum hier haben wir unseren neuesten Kerli noch gar nicht mit zugewiesen, ne? Den armen Heinzi, den packen wir jetzt mal mit zu. Wieso hat er hier keine Waffe? Hier, komm, dann hol dir die komische Zwille. Dann kannst du da nicht mehr Zwille wenigstens drauf schießen. So, Jungs. Räumt ein bisschen auf, sortiert alles. Und dann schauen wir weiter, wa? Mal gucken, hier oben müsste gleich eine Insel ankommen. Irgendwo da habe ich nämlich schon eine gesehen. Na gut, ist noch ein Stück. Und dann, ja, gucken wir mal, was sich auf der Insel befindet. So, hier, komm mal her. Ey. Sag mal. Mädel, komm mal her. Was hast du vor? Was will ich schlafen, legen wir. Ja, komm mal her. Hol mal das Fass hier. Du tust eh wieder nur da rumhüffeln. Dann kannst du auch mal hängen das Fass holen. Okay. So. Können wir hier nicht viel? Kommt mal her. Das kann man so gar nicht, ne? Geht das so? Reinigen. So, hier, kommt mal. Kann ich das auch so machen? Kann das aber irgendwie nicht, da ich hier mehrere auf einmal markiere oder so, ne? Nö. Schade, das geht nicht. So, was sagt denn da die Insel? Da ist auf jeden Fall auch wieder ein Gebäude. Da müssen wir hin, Jungs. Nächste Plündertour steht bevor. Ah, komm, Mann, was sagt denn hier unsere Forschung? Wieso tut sich da nichts? Haben wir nichts mehr irgendwie hier, was wir noch forschen könnten? Schön wäre ja irgendwie, wenn wir das noch so ein bisschen sortiert bekommen, dass wir wirklich noch so ein Häuschen hätten oder so, ne? Wo wir irgendwie dann so noch ein paar Sachen hätten, wo wir Material herstellen und wo wir dann die Sachen gelagert bekommen und so, ne? Ich glaube, das nehmen wir auch noch im Angriff hier. Guck mal hier, Gebäude, Graph. Achso. So, da kann ich nicht, wegen dem Ding da, wegen der Paddelstation. 5 Stück erstmal. Hier genau das gleiche auf der Seite. Zack. Oh, da gibt es wieder was zu holen. Da gibt es was zu holen. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Da ist das immer noch die eine Insel, Tatsache. Wir haben ja auch Mordstempo, ne? Komm mal her, wir können ihm einmal, zack. Nee, Quatsch, genau in die andere Richtung. In die Richtung wollen wir fahren. Damit wir gleich ein bisschen nach rechts dann wegkommen. Los, Paddel! Ja, eigentlich könnten wir auch. Moment mal, wir machen das Raft hier mal noch in so um 2 länger erstmal. Boah, das ist eine richtig große Hütte da. Da gibt es auf jeden Fall was zu plündern.
Na, ein Stück noch, dann sind wir da. Wäre ja schon cool, ne? Irgendwie so hier noch so, weiß nicht, so genau so ab hier so ungefähr, so eine Hütte oder sowas ran, wo wir unser Werkzeugsmaterial und sowas reinkriegen. Und dann vielleicht nochmal eine. Guck mal her, wir bauen das Raft insgesamt nochmal ein bisschen breiter. Komm, bis dahin komplett. Boah, guck mal, was das für ein Riesengebäude da ist. Junge, hier, guckt euch das mal an, ey. Da geht's richtig rein und so. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Wahrscheinlich gibt es da richtig viel zu plündern. So, da könnten wir schon mal aufhören zu paddeln. Damit wir nicht mehr ganz so schnell vorankommen. So, dann würde ich ganz gerne hier noch eben. Bis dahin erstmal. Und hier genau das gleiche. Ja, ich weiß noch nicht, wie groß das kommt. Das müsste eigentlich noch breiter, ne? Damit wir da richtig noch ein Gebäude hinkriegen. Frage ist, ob wir überhaupt komplett ein Gebäude machen oder ob wir quasi nur so, das können wir natürlich auch machen, ne? Das wäre auch noch eine Idee, dass wir da gar nicht komplett ein Gebäude drum ziehen, sondern nur so von hier bis da und dann so ein Dach drüber, ne? Da müssen wir ja nicht zwingend ein Gebäude hinmachen. So gesehen komplett eine Tür und so, das muss ja gar nicht. Was sagt denn hier unser Holz? Wie viel Holz hätten wir noch? Was ist das denn da? Wo kommen auf einmal die Steine her? Ey, da wollte ich lang fahren. In die andere Richtung paddeln. Wo kommt der denn auf einmal her? Was soll denn sowas? So, eigentlich könntest du ja auch mal aufhören zu paddeln. Wir müssen nur mal nach links. Wir müssen nicht neben das Gebäude da. Hier rechts können wir jetzt ja nicht mehr lang, weil auch mal so ein Stein aus dem Wasser geschossen kommt. Zack. Dann machen wir hier nämlich. Zack, zack. Hä? Da kann ich gar nicht, oder was? So kann ich da unten ja nicht. Da würde gehen. Das ist ein Schwachsinn, da aber nicht. Ja, das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen, ne? Oder?
Na egal, dann machen wir es anders. Dann wird unser Raft dahingehend auch noch eins verlängert. Und dann kommt hier nicht nochmal so eine Schicht drumrum. Zack. Können wir da nicht auch noch drumrum laufen? Ja, bewegen wir uns überhaupt. Achso, deswegen ist Paddel gerade auch gar keine. Wollte ich gerade sagen, bewegen wir uns überhaupt noch von der Stelle? So, dann könnten wir plop, hier müssten wir genau das gleiche machen. Ne? Zack, kommt da noch ein dritter hin. Und da nochmal das Ganze. Okay. So, und dann hier zack, Wände. Da müssten gleich Wände hin. Da kommen schon mal Wände hin. Regnet schon wieder. Wie viel haben wir da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Zack. Und da dann Wände hin. Sehr gut, dann hätten wir da nicht auch schon mal Wände. Dann hätten wir die eine Seite schon mal dicht. Oh, ist das ein Riesenkomplex, ey. Was ist denn das? Das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja echt übel. Wir paddeln, aber ich glaube, gefühlt kommen wir überhaupt nicht mehr von der Stelle. Kann das wohl sein? Na gut, ich meine, lange paddeln wir hier auch nie. Sehen wir nur ein paar Schläge und da haben sie schon keine Lust mehr. So, zack. Dann hätten wir hier, zack, zack, eine Wand. So geht das da eigentlich und hier, na jetzt geht da komischerweise auch. Na, muss man nicht so ganz verstehen, ne? Das muss man nicht so ganz verstehen. So, zieht da auch noch Wände rein. Boah, ist das ein riesen Gebäude. Aber warte mal, wieso geht's da nur in der Mitte rein? Wie soll ich da hinkommen? Gibt's da wieder einen Trick, dass sie von unten drunter langtauchen oder so? Hä? Wie soll denn das funktionieren? Hm. Weiß es nicht, ist egal. Du kannst mal dahin gehen. Geh mal hin, dann kannst du eben einmal die paar Sachen schon mal holen. So. Los, bau Eisen da ab. Ist die Kiste hier gerade irgendwie untergegangen?
Also ein bisschen komisch finde ich das hier schon. Can't move too sehr. So, komm erstmal hier. Na, zack. Oho, hier, da gibt es mal ordentlich was zu holen. Wo ist eigentlich unsere Rettungsschwimmerin? Ach, sie ist jetzt am Paddeln. Ja gut, pack die Sachen jetzt mal weg. So, dann müssten wir Möbel. Big Storage Box. Sehe ich dann richtig, wie rum die muss? Kann ich irgendwie nie richtig deuten, ne? Ne, ich glaube, so wäre die Seite drin. Ich glaube, so rum müsste die. Keine Ahnung, wir bauen da jetzt mal eine hin, mal schauen. Ich glaube aber wohl. So, und komm da nicht, hier ist mal eine große Storage Box hin. Ach so, wir könnten auch noch eben hier Holz genug haben wir noch, oder? Ne, nur noch 4. Zack, bau den mal ab. Genauso den hier sehen wir kurz wieder. Dann sind wir holztechnisch nächstes Mal wieder gut mit dabei. Hatte ich da jetzt hier den Kelle mit zugewiesen? Ja. Smells okay. Windtemperatur heiß. Helligkeit Mittag. Schönheit 49. It's Tornado sehr. Wo ist ein Tornado? Hä? Ich sehe kein Tornado. Macht keinen Scheiß, Jungs. Ah, guck mal, mit dem können wir beispielsweise handeln. So, was hat er hier? Medizin. Wie mache ich das jetzt? Hold B and click to add 10 items per time. Auf den Haken musste klicken. Das ist natürlich auch gut hier. So, hier merkwürdiges Fleisch. Guck mal, kann ganz viel von haben. So, 20 Stück. Dafür möchte ich dreimal die Medizin haben. Und hier einen getrockneten Fisch. Das ist sehr großzügig von dir. Ja, so sind wir, wa? Ja, komm hier. Dann nehmen wir noch hier verlockendes Angebot. Zack, so. Adios.
Da kommen so eine Menge Seemöwen. Heißt es nicht immer, wenn Möwen sich Richtung Land bewegen, gibt es Unwetter auf dem Wasser? Wir müssten irgendwie mal hier in die Richtung, ne? Ein bisschen, Jungs. Sonst hauen wir nicht gleich da dran. So, den können wir auch erstmal hier automäßig wieder abreißen. Hat keine Lust mehr zu arbeiten. Das finde ich irgendwie am geilsten. Ich meine, ich habe auch hin und wieder mal keine Lust zu arbeiten, aber dann lasse ich auch nicht einfach stumpf die Arbeit liegen. Kupfermine, das finde ich aber echt Wahnsinn hier mit dem Gebäude, du. Wenn ich nur wüsste, wie man da reinkommen kann. So. Guck mal hier. Hol das nehmen mal schnell hier. Das können wir nicht gut gebrauchen. Ein bisschen Holz nochmal, ein paar Planken und so. So, und dann, guck mal her. Geh mal da hin. Vielleicht kann man ja irgendwie so. Vielleicht gibt es ja hier so ein Unterwasser-Hack, wo er dann unter Wasser lang taucht und schwupp. Dann taucht er da auf einmal raus. Ne, geht irgendwie nicht, ne? Can't move sehr. Na gut, dann komm hier. Hack hier wenigstens schon mal den Apfelbaum ab. Nehmen wir wenigstens die Sachen mit, die wir kriegen, ne? Da ist auch irgendjemand drin, ne? Da auch. Einen Apfel gegessen. Wie viel kann der eigentlich tragen, ey? Der kann scheinbar viel tragen. Naja, komm. Sammel das hier alles ein. Wenn wir so viel mitnehmen können, ne, dann nehmen wir auch so viel mit. Oh, ne, hier. Ich glaube, jetzt tatsächlich mal hier. Oh. Kann nicht mehr tragen. Komm jetzt mal hier zurück. Dann kommst jetzt du hier. Zack, komm mal hier. Schleppt ihr wieder so ein neues Stück Holz mit, ne? So, zack. Guck mal, da Kupfermine. Da müssen wir uns auf jeden Fall was von holen. Hört mal auf hier zu paddeln, Jungs. Den Baum kannst du auch noch fällen. Da ist nochmal eine Iron Mine. Komisch, ne? Hier gibt es auch nicht irgendwie so.
man hier so schwupp, schwupp, schwupp irgendwas so bauen könnte oder so, ne? Also nicht bauen, dass ich nur irgendwas so gesehen übersehe, dass man vielleicht hier da irgendwo durch rein kann. Gut. Zack. So, komm, den Apfelbaum noch eben. Komm, den Apfelbaum. Ah, jetzt kann er natürlich nichts mehr tragen, ne? Bisschen Holz fehlt so gesehen. Habe ich da nicht gesagt, aufhören zu paddeln? Aber es macht nichts. Guck mal her, du kannst gleich mal hier hingehen und kannst ihm hier das Holz holen. Wenn du da hier wieder nur rumfuchtelst. Gebäude? Hier kann man nicht irgendwie so Treppen oder so hinbauen, ne? Zu weit vom Flur entfernt, ne? Komisch. Das hätte mich jetzt ja schon so ein bisschen interessiert, ne? Schade, das ärgert mich auch so ein ganz bisschen, weil ich sag mal so, da ist ja wirklich ein riesiges Gebäude. Wer weiß, was man da alles plündern hätte können. Keine Chance. Ne. Kommt da einfach nicht hin. Naja, dann geh nochmal kurz auf die Insel da. So, eine Etage höher. Dann müssten wir Gebäude, zack. Können wir hier so ein... Achso, dann muss ich jetzt einen Stockwerk tiefer, ne? Mal gucken, wenn ich da so einen hinmache. Da schwimmt schon wieder jemand. So, hol mal einen Baum hier. Hol mal die Steine. Und dann rette mal den oder die hier oder was auch immer. Zack, kann ich den überhaupt retten? Guck mal hier. Ja, zack, los. Schnell, hin da. Ja, siehst du, da ist wenigstens noch eine kleine Insel mit kleinem Häusle. Da können wir wenigstens noch rein. Dann gehen wir da doch hin. Hat einen Überlebenden gerettet. Esra Nyblom haben wir gerettet. Zwar schon ein bisschen älter, der Kerli, aber nun. Kann füttern. Okay, wir können ihn nicht füttern. Achso, das war da. Ein Stockwerk höher. Da hätten wir jetzt Dings, ne? Dann können wir hier auch. Cool. Zack, zack. Ja, schön. Baut das da dicht, Jungs. Warum geht da nicht? Hier einstelle. Wahrscheinlich reicht das von der Entfernung nicht mehr ganz, wa? Na egal, wir machen erstmal so dicht. Junge, war ein Geschmatze hier, ey.
Ist ja nicht Maus zu halten. Tja, ihr Lieben, wir sind auf dieser großen Insel leider nicht draufgekommen. Jetzt steuern wir die nächste kleine an und gucken da nochmal weiter. Doch alles das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.